Hallo, willkommen zur vierten Folge von Mach's nach. Heute geht es um Tape Art. Was das genau ist, zeige ich euch gleich. Aber ich kann euch schon mal verraten, es wird genauso schön bunt wie eure Regenbogenbilder. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Ihr braucht dafür Papier, ihr könnt ein DIN A4 Blatt nehmen oder wenn ihr ein größeres Papier haben möchtet und keinen Block zu Hause habt, könnt ihr auch zwei DIN A4 Blätter zusammenkleben mit Tesafilm oder mit einem Klebestift. Natürlich Malerkrepp, Klebeband und einen Farbkasten und einen Pinsel und natürlich das Wasserbehältnis. Und alle Dinge, die ihr später mit dem Klebeband abklebt, die werden weiß bleiben. Und das zeige ich euch jetzt.